voll im mexikanischen Dschungel hier. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Hey Puppe, kann ich rein oder was? Ja, steig ein. Aber geil, was machst du denn hier? Ich hier auf Vogelspinnensuche und du? Come on, jump in and get inspired. Nach den entspannten Tagen an der Karibik suchen wir wieder das Abenteuer im tropischen Wald. Wir fahren weiter westwärts in das Innere von Yucatan. Dort gibt es etliche Maya-Städten und laut Satellitenbildern auch viel zusammenhängenden Wald. Wir sind auf einer biologischen Schatzsuche. Unser Hauptziel ist es herauszufinden, ob es hier in den Wäldern baumbewohnende Vogelspinnen aus der Gattung Psalmopoeus gibt. Wir müssen nur einigermaßen intakte Wälder finden, großflächig und mit großen Bäumen. Ob wir es tatsächlich schaffen und welche Abenteuer wir dafür bestehen müssen, das werdet ihr in den folgenden Filmen sehen. Bleibt also dran! Ich habe für uns ein Haus in Spuchil gemietet. Das soll dann unsere Basis sein. Von dort aus wollen wir dann in die verschiedenen Richtungen fahren. Wir haben viel Glück, denn Nemo, unser Vermieter, leitet in Becan ein eigenes kleines Maya-Museum und eine Kunstwerkstatt. Mono Rojo, der rote Affe. Dort werden den Besuchern Informationen über die Mayas vermittelt, Kunst ausgestellt und auch verkauft. Das Beste ist aber, dass die archäologische Maya-Stätte von Becan wenige Meter hinter Memos Grundstück liegt. Außerdem ist noch José, ein junger mexikanischer Biologe, bei Memo untergebracht. Vito als Biologe und ich als Tierärztin bekommen Sondergenehmigungen zum selbstständigen Begehen der Stätten am Tag und in der Nacht für zwei der Maya-Stätten. Memo gibt uns eine Einführung durch die Maya-Stätte in Becan. Die Archäologen Carl Rupert und John Dennison haben Becan 1934 beschrieben. So, jetzt geht's darauf. Die Stufen sind auf jeden Fall viel einfacher als die vorhin die kleinen, wo ich nicht mal meinen ganzen Fuß drauf gekriegt habe. Hier ist das kein Problem. Die sind groß genug, wie man sieht. Dafür macht man hier quasi einbeinige Kniebeugen, so hoch sind die Stufen auch. Boah, ist das eng hier. Laut Wikiwand wurde Becan schon etwa 600 Jahre vor Null oder vor Christus besiedelt. Doch laut Dr. Smanagic und anderen Forschern sind die meisten Pyramiden der Welt viel älter als bisher offiziell angenommen. Hinzu kommen noch sehr viele weitere dürftig erforschte Bauwerke, wie beispielsweise die Erdstelle in der Steiermark in Österreich. Ich steige viele sehr steile kleine Stufen empor. Die Treppe selbst ist zudem sehr schmal und seitlich ungesichert. Noch so ein enges Loch, aber nicht zu eng. Wir fühlen schon nach kurzer Zeit, wie mysteriöse Geschichte und Biologie ineinander greifen. Wir sind gespannt, welche Tiere wir hier nachts sehen werden. Oben angekommen, genieße ich den Ausblick über den Wald und das Pyramidengelände. Wie kleine Inseln ragen die uralten Gebäude aus dem tropischen Wald. Drumherum gibt es große abgeholzte Flächen.
José und ich schauen uns den mächtigen Feigenbaum genauer an. Langsam wird es dunkel. Im Zwielicht des Waldes setze ich schon meine Stirnlampe auf, so kann ich Details besser sehen und habe ein Licht zum Fotografieren oder Filmen. Ah, er ist auf dem Mikrofon, der. Hypopachus variolosus ist ein Engmaulfrosch. Diese Art ist von Texas in den USA bis zum nördlichen Costa Rica verbreitet. Die Frösche leben meist unter der Erde und kommen abends erst nach heftigen Regenfällen hervor. Wir haben Glück. Wir besteigen noch eine weitere Pyramide. Das ist irre. Es ist schon recht spät. Die Nacht nähert sich. Ich lasse am Gipfel der Pyramide meine Drohne steigen. Um uns herum liegt Wald. Die Sonne geht schon fast unter. Der idyllische Schein trügt. Wie schon in Lumapi erkenne ich auch hier große abgeholzte Flächen. Und auch das, was übrig ist, ist großteils Sekundärwald. Wir modernen Menschen wiederholen überall auf der Welt das, was die Mayas damals auch schon sehr gut konnten. Die Zerstörung von natürlichen Lebensräumen. Heuchlerisch loben wir aber gleichzeitig die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Wir steigen die steilen Pyramidenstufen hinab. Das ist ganz schön steil hier. So steil. Die Stufen sind riesig. Und dann geht es noch ein bisschen weiter rund. Während oben auf der Pyramide noch Restlicht vorhanden ist, ist im Waldinneren schon Nacht. Doch der Wald geht nicht schlafen. Wir haben jetzt eine Vogelspinne gefunden, die jetzt gerade von Ameisen gefressen wird. Das heißt, sie ist schon tot. Wir wollen jetzt mal schauen, was das überhaupt ist. Sie ist hier in diesem Loch. Mal gucken, ob ich die rauskriege überhaupt. Ja gut, wie es sich herausgestellt hat, ist das keine Vogelspinne, sondern eine Raupe. Tons neues Tarantula es una oruga. Nos engañó. Sí. Bueno, la devolvemos. Y ya. Ich suche mit UV-Licht nach Skorpionen. Bingo! Männchen? Weibchen. Ein großer Nachtfalter nuckelt an einer überreifen Feige am Boden. Unsere erste Vogelspinne hier. Ich versuche, sie herauszukitzeln. Klappt nicht immer. Taranteln sind hier überall recht häufig. Manche von ihnen werden anscheinend auch von Skorpionen erbeutet. Das ist jetzt ein Centroloides gracilis, der einen anderen Skorpion
wie viel kleiner es erbeutet hat. Aber man sieht das nicht, was das ist. Total cool. Hier haben wir jetzt eine Riesenkröte. Das ist die größte Kröte, die ich jemals gesehen habe. Die Agerkröte. Das ist ein Riesenteil. Also so riesig ist das Teil. Wahnsinn, oder? Ich schaue mir das uralte Gemäuer genauer an. Zwischen den ganzen Ritzen könnten sich verschiedene Krabbler verstecken. Was ist das? Ah, eine Cucaracha Grandote. La Cucaracha, la Cucaracha. Was ich hier finde, das seht ihr im nächsten Teil. Hasta la vista. Come on. Jump in. And get inspired.